So schön kann Erfrischung sein. Hier an der Pegnitz in Nürnberg geht das besonders gut. Was geil ist, die Stimmung, was ein bisschen gefährlich ist, der Adrenalin. Das Wasser ist schön frisch. Das Wasser ist auch nicht dreckig oder so, es stinkt nicht. Und man kommt hier gut rein und wieder raus. Und manche Leute gehen ins Schwimmbad, aber das ist manchmal sehr voll, dass man einfach andere Orte sucht, wo man sich einfach abkühlen kann und einfach noch so ein bisschen Spaß haben kann. Laut dem Bayerischen Wassergesetz sind Flüsse und Seen Allgemeingebrauch, bedeutet prinzipiell darf gebadet werden. Landkreise und Städte können aber Verbote aussprechen, wie auch hier in den Pegnitzauen im Nürnberger Stadtteil Erlenstegen, ein Naturschutzgebiet. Im Stadtbereich haben wir natürlich einen ziemlichen Nutzungsdruck. Und da leidet natürlich der Naturschutz drunter. Und es gibt natürlich immer wieder hineingefallene Baumstämme etc. Und auch bei Niedrigwasser kommen ja auch Strukturen wie Glasscherben etc. zum Vorschein. Das ist also schon ein gewisses Gefahrenmoment und dem möchte man einfach vorbeugen. Wer sicher gehen will, wo gebadet werden darf, kann das in der Regel auf den Webseiten der Städte und Landkreise herausfinden. Auch wenn die Wasserqualität in bayerischen Seen und Flüssen in den vergangenen Jahrzehnten immer besser geworden ist, nach Starkregen oder Hochwasser sollte man sie meiden. Dann findet eine Entlastung der Kanalisation statt. Das ist auch ordnungsgemäß, aber da haben wir dann natürlich erhöhte Keimzahlen im Gewässer. Und das kann natürlich dann gerade bei empfindlichen, sensiblen Leuten wie Kindern oder älteren Leuten auch ein Problem darstellen. Die Flüsse und Seen Frankens sind auch Lebensraum für Pflanzen und Tiere, wie hier die gebänderte Prachtlibelle. Und auch wenn man sie in dem trüben Wasser der Pegnitz kaum sehen kann, hier leben verschiedene Fischarten. Die natürlich durch das Reinspringen dann aufgeschreckt werden und flüchten. Ebenso natürlich Vögel, die sich hier natürlich fernhalten. Und wenn sie vorher hier einen Brutplatz hatten und den verlassen, dann ist das natürlich ungünstig. Deshalb am besten nur ausgewiesene Badestellen nutzen und keine neuen am Ufer schaffen. Das kann Erosion geben, das Ufer wird abgetragen. Und auch die Sonnenmilch hat ihre Tücken. Wenn man ins Wasser geht, wird die natürlich abgewaschen und geht ins Wasser. Und da sind eben auch Stoffe drin, ist Mikroplastik drin, die für die Natur nicht gut sind. So schön Wildbaden auch ist, an einige Regeln sollte man sich halten, damit die Natur nicht leidet.